willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Marsch. Wir machen mit Arbeiten, Aufsehen, Restarbeiten. Fertig. Und aktuell wird noch Gras gemäht. Wiese 21. Hoffe ich jedenfalls. Ansonsten werden wir hier näher mit dem Koppelkörper anfangen. Wir sehen, dass der Rocken teilweise reif, aber auch nicht ganz. Deswegen, oh, so wie er fällt, was ich kaufen wollte, ist verdorrt. Oh, schade. Aber wie gesagt, ich werde wahrscheinlich eher eine Wiese kaufen, da wir die BGH haben. Macht sich das dann schon bezahlt. Ich habe es irgendwie hinbekommen, dass die Lenkung Patch 1.3 funktioniert. Ich habe die Software von Logitech, die ältere, gelöscht. Ich habe jetzt nur noch die andere drauf, das neue Prinzip. Und das scheint zu funktionieren. Aber das kann sich morgen wieder ändern. So, jetzt haben wir eine Sämaschine zum Hof. Kontrollieren wir gleich, ob da noch mäht. So, Unkraut ist teilweise gewachsen. Wir waschen heute. Oder ist auch Waschtag. Ist aber nicht fertig, ne? Zeit, da gab es für Gras keine Hilfe. So. Kurz waschen. Nicht verletzen. Mistig gemacht. Also Strom wird die Lage getan. Aber das ist Rost, oder? Das passt schon. Ja.
Wenn wir gleich die Unkörperkämpfung vornehmen. Das heißt, wir stellen mal die Seemaschine, die stellen wir erstmal hinter der Garage. Hier mal noch Terraforming machen hier, den Gras hier entfernen. Kühe melden sie auch, darum mal schauen, ob wir noch Futter haben. Heute ist der Tag 1 von 10 Tagen. Ob Wasser reicht und. Ich weiß gar nicht, wieso die Uhr gestoppt. Dauert ja eine Weile. Fahren wir den LKW zurück. Dann hätten wir das Geld für ein neues Lager, glaube ich. Ich glaube es, ich weiß nicht. Wir müssen Geld kriegen wir ja wieder. Heißt diverses Silos. Ich hab doch hier was genommen. Ach, hier von mir. Das kostet 350.000. Das geht rein 800.000. Hier gehen rein 400.000. Naja, das können wir uns leisten. Dann geht alles Richtige rein. Sogar Kartoffeln. Wichtig ist mir Roggen. Quatsch, ja, Roggen und Hopfen. Ganz wichtig, damit das zum Lager gefahren werden kann, nicht wenn man zum Chaos kommt, die können sich die Preise hier verändern. Das ist dann, ungünstig, wenn das zu sehr fällt. Schlimmer ist, man macht halt nächstes Mal das gleiche und dann ist da gerade billig, also nicht so gut. Fährst du zum Lager und kannst in aller Ruhe, so wie jetzt Zeit ist, verkaufen. Wir müssen mal dran, ich glaub Weizen. Gas ist leer, Weizen machen 6000. Zwiebeln, Hopfen. Da muss ich mal probieren. Das ist mir neu. Wann kam das rein? So. Jetzt X. Kann ich fahren, aber auch irgendwie mit so gerne. Ich hoffe nicht. Thank you.
Fiedermann freut sich. Irgendwann muss ich anfangen, Schulungsrücksicht zu zahlen. Natürlich kann man sagen, wir heizen raus bis zum Maximum. Aber ich befürchte, irgendwann steigen die Zinsen. Weiß man ja nicht. Normalerweise, solange man Schulden hat, erhöht sich die Schulden. Ganz gefährliche Ecke hier. So, Lager ist leer. Könnten wir verkaufen. Aber wiederum, wenn das andere Zeug reingeht, dann können wir probieren. Irgendwann kommt er nicht klar. Also Gott. Na, ich muss nicht stehen. Gleich mit der Unkompetenz beginnen. Bevor er überhaupt anfängt, groß zu wachsen. Ein Deckel. So, das heißt, den nur löschen. Das Gute ist hierbei, der Helfer wird nicht funktionieren, weil auch nicht alles gewachsen ist. So, steigen wir aus. Gedüngt 50%. Okay. Aber irgendwas mit Weizen. Restzeitwachstum 2,7 Stunden. Gerade nicht machen. Winterzeug ist teuer. Kann man das den Zaun wegradieren? Muss man eine Spritze zu ein bisschen kleiner eingeben. Arbeitsbreite. Dann wird mein Kursbreite.
Gras anfängt zu wachsen. Obwohl bei der ersten Stufe ist es tragisch. Gut. Also die Bäume geschafft, die Kurve. Dann können wir nachher Gras fahren. Ich wundere, ich habe 2000 hier. So. Dann ist der fast fertig. Das werde ich mal danach arbeiten. Bin ich nun echt gespannt, ob er nun Holz. Schauen wir oben links, ob der andere ordentlich arbeitet. Solange er 12 km/h fährt, ist gut. Oder viel Heu. Geht's. Noch Meter sind wir. Oh, meine Freunde, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich auch über ein Wiedersehen freuen. Und sage ich, dass ich mich nicht denke. Bis zum nächsten Mal.